Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen heute weiter mit dem Einstiegsguide für den Multiplayer von Age of Empires 2. Und wie immer möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass das hier nicht die erste Folge ist, sondern Folge Nummer 6. Und das bedeutet, dass ich auch natürlich davon ausgehe, dass ihr euch die anderen Folgen bereits angeschaut habt. Wenn das noch nicht der Fall gewesen sein sollte, gibt es natürlich die Playlist. Schaut euch erstmal die ersten 5 Folgen an, damit ihr wisst, worum es geht. Heute geht es um Wasserkarten. Vieles von dem, was wir bereits gelernt haben, wird hier natürlich weiterhin angewandt werden. Aber bis jetzt habe ich alles, was ich euch beigebracht habe, zunächst auf Landkarten fokussiert. Das soll heute erstmal erweitert werden quasi. Letztes Mal ging es ja um die schnelle Ritterzeit. Drei verschiedene Varianten haben wir gelernt. Das Boom, den Ritterrush und den Bogenrush. Und heute, wie gesagt, sind endlich die Wasserkarten dran. Und wir schauen uns mal an, wie wir unsere Build-Order anpassen können, was quasi die Entsprechung für eine Standard-Build-Order auf Wasser ist. Oder wenn es zum Beispiel eine Karte mit Wasser eben gibt. Also es gibt ja Hybriden. Es gibt volle Wasserkarten und es gibt Karten, wo relativ wenig Wasser ist, aber trotzdem Wasser da ist. Also sagen wir mal, eine Hybridkarte wäre eine Karte wie zum Beispiel Küste. Da gibt es in der Mitte eine große Landmasse, aber außenrum ist Wasser. Da muss man das Wasser beachten, aber es ist nicht zentral, um das Spiel zu gewinnen. Da gibt es volle Wasserkarten, wie zum Beispiel Inseln. Da muss man das Wasser spielen, anderweitig geht es nicht. Also ohne Wasser kommt man einfach nicht vorwärts. Und da gibt es auch so Karten wie zum Beispiel, nehmen wir mal Sea Notes, heißt die Karte auf Englisch, ich glaube Kinoten müssen wir es übersetzen oder sowas. Da gibt es einige kleine Wassertümpel drin, aber es ist irrelevant, das heißt, da muss man nicht aufs Wasser gehen. Wir schauen uns jetzt heute an, wie spielen wir auf diesen Karten. Also wir schauen uns quasi zwei verschiedene Varianten an. Einmal halt die volle Wasserkarte, wie man richtig einfach nur Wasser spielt, da. Das habe ich auch als Rush of the Wasser quasi dann genannt. Und das zweite wäre dann, wie man auf diesen Hybridkarten eben seine Build-Order anpasst. Und dann haben wir noch kurzes Thema Nomade. Denn Nomade ist nochmal eine eigene Karte. Da ist viel Wasser drauf. Sehr, sehr wichtiges Wasser auch. Und da mal kurz zu wissen, was man am Anfang machen sollte, ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Wir springen direkt in die Runde rein und zeigen mal die neue Build-Order. Ihr seht sie schon an der rechten Seite, es ist von der Standard-Build-Order abweichend ab einem bestimmten Punkt. Die ersten 11 Dorfbewohner, sage ich mal, sind noch dieselben, aber ab da wird es dann anders. Und ich würde allgemein mal euch so die Anweisung geben, diese Variante auf jeder Karte, auf der es Wasser mit einigermaßen Fisch gibt, anzuwenden. Das heißt, die Mühle wird nicht gebaut, ihr seht, die Mühle fehlt komplett. Stattdessen gehen wir mehr auf Holz und produzieren Fischerboote, davon haben wir mehr und unsere Wirtschaft wird dadurch stärker sein. Das heißt, wenn ihr auf einer Karte landet, das kann auch auf Mega Random natürlich passieren und ihr seht, ihr habt zwar Beeren, aber es gibt auch Wasser mit gut Fisch, dann ignoriert die Beeren erstmal, die kommen später dann. Das ist ganz, ganz wichtig. So könnt ihr eure Build-Order eigentlich grundsätzlich immer anpassen. Ihr müsst auch nicht unbedingt genau die Build-Order jetzt spielen, die ich euch jetzt zeigen werde, aber im Zweifel könnt ihr darauf zurückgreifen, bisschen mehr auf Holz, auf Wasser gehen und keine Beeren erstmal. Das ist ein Fehler, den viele mal machen auf Karten mit Wasser und das möchte ich einfach direkt mal quasi adressieren. So, das erste, was ich euch hier jetzt zeigen werde, ist quasi die komplette Wasserbuild-Order. Also komplett Wasser spielen, ohne diese Hybridgedanken, dass man eben Land und Wasser spielen kann. Aber die gute Nachricht ist, egal welche der beiden Varianten ihr spielt, ob ihr jetzt noch Land mit bekämpfen möchtet oder nicht, die Build-Order bleibt, zumindest in der dunklen Zeit, absolut identisch. Das heißt, die Sachen, die ich jetzt gerade hier zeige, also die jetzt gerade rechts oben sind, die könnt ihr auf jeder Karte mit Wasser so erstmal verwenden. Ich entschuldige mich schon mal für meine Stimme, ein bisschen krank, aber ja, das soll mich nicht vom Video aufnehmen abhalten. Wir springen direkt mal rein mit den Vietnamesen, geht das Ganze auf Teaminseln, machen wir es diesmal. Teaminseln ist aktuell die einzige komplette Wasserkarte, die im Ranked Map Pool ist, in der Rangliste von Age of Empires 2 Definitive Edition. Und wir spielen die Vietnamesen deshalb, weil sie keinen wirklich signifikanten Bonus haben, der uns hier weiterhilft. Das heißt, wenn ihr es mit den Vietnamesen könnt, könnt ihr es mit jedem Volk spielen. So, wir haben hier keine Schafe, sondern Schweine, aber das gleiche in grün letzten Endes. Und wir machen einfach das gleiche, was wir aus anderen Build-Ordern bereits kennen. Wir packen unsere letzten zwei Häuser hier und dann kommen die ersten 6 Dorfwohner auf Schafe, beziehungsweise in diesem Fall dann halt Schweine. Und hier sind auch schon die Bären und wie gesagt, die werden erstmal ignoriert. In der Regel ist es eigentlich am besten auf Wasserkarten, wenn man den Webstuhl als allerletztes macht, also kurz bevor man hochklickt. Das ist auf anderen Karten natürlich auch besser, als wenn man den Webstuhl früher macht, denn der Webstuhl dauert genauso lange wie ein Dorfwohner.
Das heißt, desto später man das macht, desto länger hat man mehr Dorfbewohner quasi. Ich denke aber, dass das auf Anfängerniveau nicht so relevant ist, sondern auf Anfängerniveau ist es besser, die Sicherheit zu haben, die der Webstuhl eben bietet. Das heißt, ich werde auch in dieser Build-Order wieder im Prinzip davon ausgehen, dass ihr den Webstuhl benutzt, um euer Wildschwein sicher anzulocken. Und eben nicht ohne Webstuhl das Ganze macht. Ich mache es natürlich ohne Webstuhl und die meisten etwas erfahreneren Spieler tun es natürlich genauso. Aber wenn ihr es euch so angewöhnt, dann seid ihr eben erstmal safe. Ihr könnt es euch trotzdem natürlich auch anders angewöhnen. Das heißt, ihr könnt auch den Schritt, wenn ich jetzt zum Wildschwein komme, komplett ohne Webstuhl machen und den Webstuhl dann eben erst erforschen, wenn ihr in die nächste Zeit geht. Hier habe ich kurz ein bisschen gepennt. Das nächste Schwein sollte eigentlich bereitstehen. So. Und auch wie in den anderen Bildordern, bis auf den Scout Rush natürlich bereits gelernt, kommen dann erstmal 4 Dorfbewohner auf Holz. So, hier haben wir unsere 2 Wildschweine auch gefunden. Die liegen auch nicht so schön. Die würde ich jetzt zwar mit meiner Spielerfahrung trotzdem ohne Webstuhl anlocken, aber dem Anfänger würde ich hier in jedem Fall raten, wenn die so positioniert sind, auf jeden Fall den Webstuhl zu machen. Das heißt, was wir jetzt tun, ist das, was wir bereits kennen. Wir schicken unseren Dorfwohner Richtung Wildschweine. Auf dem Weg wird er ein Haus bauen und währenddessen erforschen wir dann hier den Webstuhl. Das kann ich dank Definitive Edition Q ja bereits in Auftrag geben hier. Und ab da wird es dann jetzt im Prinzip anders. Also wir bauen jetzt unser Haus. Danach wird das Wildschwein angelockt. Und danach, wenn das Wildschwein kommt, das kennen wir ja bereits, werden alle diese Dorfbewohner auf das Wildschwein kommen. Wenn wir zwischendurch noch ein weiteres Schwein schlachten müssen, ist das kein Problem. Hauptsache, die Dorfbewohner arbeiten die ganze Zeit weiter auf Nahrung. Wenn das Wildschwein reinkommt und das angefangene Schaf oder Schwein oder was auch immer es sein mag, noch ein bisschen Nahrung hat, dann können wir da ein oder zwei Dorfbewohner drauflassen, die das dann aufbrauchen und danach auf das Wildschwein eben kommen. So, jetzt sind wir aber, ich hoffe, es ging auch nicht zu schnell, aber wenn ihr die Standardbildorder kennt, dann ist das bis dato nichts Neues für euch. Ab jetzt kommen eben die Änderungen. Denn dieser Dorfwohner, der gerade das Schwein holt, der kommt natürlich auch noch mit aufs Schwein. Also der kommt zu diesen 6 Dorfwohnern, die bei uns auf Schaf sind, drauf, dass wir insgesamt 7 dann gleich auf Wildschwein haben. Und danach geht es erstmal nicht auf Nahrung. Das heißt, der nächste Dorfwohner, der geht jetzt Richtung Küste. Wir haben schon ein bisschen gescoutet. Wir nehmen jetzt die Küste, die hier in diese Richtung liegt. Da hat der Scout das auch schon gemacht. Auf Teaminseln gibt es, oder ja, vielen Wasserkarten gibt es immer 2 Varianten: Frontdock oder Backdock. Und Backdock wäre natürlich einfach hinten der Dock. Vorne ist der Frontdock. Frontdock eigentlich immer die Standardoption, wenn ihr eher defensiv spielt oder ihr das Gefühl habt, ihr müsstet ja ein bisschen. Ja, geschützter quasi das Ganze platzieren, dann ist hinten auch gut, aber dann habt ihr weniger Kontrolle über das Spiel und ihr könnt den Gegner schlechter von Wasser vertreiben. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, gewöhnt euch eher den Frontdock an. Und ja, wir wollen den Dock am besten an so einer Ecke bauen, aber die Platzierung ist erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, ihr baut eben euren Dock. Das heißt, nachdem eben dieser Dorfwohner hier, der baut jetzt das Haus, holt das Schwein, der nächste Dorfwohner geht in Richtung Küste, baut hier unseren Hafen und danach noch ein Haus. Und währenddessen packen wir 2 weitere Dorfwohner hier auf Holz. Das heißt, wir haben dann gleich 6 Stück auf Holz schon. Das brauchen wir nämlich, weil wir ja Fischerboote machen und die kosten 75 Holz pro Stück. Ich habe schon mal ein Tutorial zu dieser Bildorder gemacht, zum Wasserspiel. Da habe ich mit nur einem zusätzlichen Dorfwohner an dieser Stelle quasi gearbeitet und das ist empfohlen. Ich habe jetzt 2 Gründe, warum ich es mit 6 statt 5 quasi jetzt hier mache. Erstens, ich habe das einige Profispieler tatsächlich mit 6 statt 5 machen sehen und es scheint sehr gut zu funktionieren. Es gibt ein bisschen mehr Sicherheit, denn dann muss man nicht immer so, ja, mit ganz minimal Holz quasi arbeiten. Dann muss nicht alles so perfektionistisch sein, dann hat man ein bisschen mehr Freiraum quasi. Und zweitens ist eben der Grund, ich möchte das ein bisschen anfängerfreundlicher für euch gestalten. Zum einen ist der Effekt jetzt hier halt mit dem Webstuhl, das wir ihn früher machen, dass man mehr Sicherheit hat gegen das Wildschwein. Das ist ein Punkt, den ich eher für Anfänger halt empfehle. Und der zweite ist eben dieser zusätzliche Dorfwohner oder fragwürdigere Dorfbewohner, die wir zusätzlich auf Holz haben. Aber ich würde sagen, damit funktioniert es halt wirklich immer. Dann ist es auch egal, wenn ihr kleine Ineffizienzen quasi drin habt. Da gibt es einfach mehr Spielraum quasi. Also, da ist lange Rede, kurzer Sinn. Wir locken jetzt das Wildschwein an und bauen unseren Hafen und dann kommen 2 Dorfbewohner auf Holz. Unser Scout soll sich bitte weiter bewegen. Uns fehlen nämlich auch noch Schafe. Ich glaube, hier wird auf jeden Fall noch ein weiteres Schwein fällig werden. Ich stell mal eins hin. Ja, auf jeden Fall. So, und die Dame geht jetzt hier los. Ihr könnt auf das Schwein hier. Zweimal draufschießen und zurücklaufen. Ups, da habe ich den Wegpunkt vergessen, aber die kann jetzt hier losgehen und unseren Hafen bauen. Und wir setzen den Wegpunkt auf das Holz.
Wie gesagt, ich lasse jetzt den einen Dorfwohner hier noch drauf. Ich gebe dem den Kommando, dass er nachdem mit dem Schwein fertig ist, auf das andere Schwein geht. Wir haben 5 auf Holz. Die baut danach noch ein Haus, steht ja auch in der Bildorder. Und ab jetzt möchten wir Fischerboote machen. Man kann es jetzt hier noch nicht sehen. Aber, beziehungsweise habe ich es eigentlich in die Bildorder reingeschrieben. Nein, aber es ist natürlich impliziert. Wir machen ab jetzt natürlich, sobald der Hafen steht, unsere Fischerboote. Vielleicht schreibe ich es doch nochmal mit rein einfach. Ich glaube, da kann es unter Umständen zu Missverständnissen kommen. Wir schreiben es einfach mal ganz kurz hier hin. Und wir machen noch eine Zahl dran, denn insgesamt werden wir 4 machen. So, dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher und vielleicht, damit ihr es auch nicht vergesst, schreibe ich es mal so mit rein noch. Und es gibt 2 Arten von Fisch, haben wir in der ersten Folge bereits kennengelernt. Es gibt den Küstenfisch und es gibt den Tiefseefisch. Und wir wollen exklusiv nur auf Tiefseefisch gehen. Alles andere erstmal pfui. Werden wir gleich, wenn wir unser Boot haben, hier auch dann sehen. So, und der nächste Dorfwohner, der holt uns das zweite Wildschwein. Und dieser Dorfwohner, sobald er mit dem Haus fertig ist hier, der kommt auf Schaf oder in diesem Fall natürlich Schwein. Denn unsere Aufteilung wird jetzt so sein, dass wir, wenn dieser Dorfwohner hier das zweite Schwein holt, kommen die natürlich auf das zweite Wildschwein drauf. Haben wir insgesamt 8 auf Wildschwein. Und dann wollen wir 6 bis 7 auf anderen Schwein oder Schaf im Prinzip haben. Also wir wollen das quasi aufteilen im Moment. Hier sind die anderen Viecher, sehr gut. Hallo, du sollst hier hin, so. Das war jetzt hier vom Timing nicht so gut gemacht, ein bisschen zu früh. Hallo? Schießt ihr? Hallo? Warum schießen die denn nicht? Was ist denn los? Ganz komisch hier. So, wo haben wir denn unseren Tiefseefisch? Da ist einer. Da soll es drauf gehen. Das war jetzt ein bisschen umständlich hier, aber es ist alles noch im Rahmen. Also das hier? Ne, jetzt habe ich 1 zu viel hier. Da ist gerade irgendwas durcheinander gekommen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Wir werden auch noch ein neues Haus brauchen, dafür können wir auch einen der Holzfäller einfach benutzen. Und einfach hier schön auf die großen Fisch-Spots quasi drauf gehen. So, hier ist ein Schwein, oder diese Schaf nennen wir weiterhin, weil das jetzt Ersatztier dafür ist, ist durch. Und jetzt habe ich in der Bildorder, ich denke, ich habe es richtig hingeschrieben, 6 bis 7 hingeschrieben. Normalerweise möchte man mit genauso viel Dorfbewohnern wie mit der Standard-Bildorder kann man hochgehen. Man kann auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger machen. Man kann jetzt hier in der Definitive Edition sehen, wie viele normale Dorfbewohner wir haben. Es sind gerade 19. Die Fischerboote werden in diese Zahl nicht mit eingerechnet. Normales, was wir in der Standard-Bildorder gelernt haben, wäre 21 Dorfbewohner plus Scout gewesen. Das heißt, da steht dann, wenn wir hier noch 2 Dorfbewohner machen, das machen wir einfach mal so. Man kann, vor allem wenn man den Webstuhl noch nicht gemacht hat, auch gerne einfach einen weniger machen und mit 20 Dorfbewohnern stattdessen hochklicken. Aber allgemein, ihr müsst euch auch gar nichts auf diesen Zahlen so quasi festlegen. Gilt einfach nur, macht so lange weiter auf Nahrung, bis ihr in die nächste Zeit klicken könnt. Darum geht's nur. Wir machen jetzt einfach nur einen mehr. Und dann sollten wir auch in die nächste Zeit klicken können. Die mache ich schon mal auf Holz danach. Und wir haben 500 und wir können hochklicken. Wunderbar. So, das ging jetzt vielleicht schon ein bisschen zu schnell, deshalb muss ich einmal kurz hier jetzt die Anweisungen wechseln quasi. Denn der Übergang ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist er. Wie ihr gesehen habt, habe ich sobald die Nahrung da war, ich habe da einquartiert, um schnell abzugeben. Das ist bei mir der Hotkey G. Ich habe einfach alle Einheiten, alle Dorfwohner ausgewählt, G gedrückt auf mein Dorfzentrum, dass sie alle einquartiert waren. Dadurch geben die automatisch alle ihre Ressourcen ab. Und ich habe noch Glück gehabt, dass das Schwein hier noch nicht mehr angebrochen wurde. Das ist perfekt. Manchmal hat man noch 2 Schafe noch übrig, je nachdem wie effizient man war. In diesem Fall hatten wir jetzt noch 1 übrig. Und danach habe ich einfach alle einquartiert und dann auf das Holz hier am Dorfzentrum geschickt. Auf diese einzelnen verteilten Bäumchen. Denn wir wollen keinen einzigen Dorfwohner jetzt hier an einer anderen Ressource erstmal arbeiten lassen. Unser Übergang ist jetzt folgender. Wir wollen jeweils 2 Holzfällerlager mit mindestens 7 Holzfällern haben. Also hier haben wir 6, das heißt, da kommt noch einer dazu. Und wir bauen noch ein zweites Holzfällerlager in einem anderen Wald. Und warum sage ich jetzt mindestens? Ihr seht es in der Bildorder, steht 8 bis 10 kommen auf Holz, weitere.
und 3 bis 5 kommen auf Gold. Hier kommt eine wichtige Entscheidung im Spiel. Hängt natürlich auch stark vom Volk ab und der Spielsituation. Denn es gibt essentiell 2 Kriegsschiffe, auf die ihr gehen könnt. Oder die ihr gehen solltet. Zumindest in der Balance, die es in der HD-Version und in der Definitive Edition gibt. Denn da gibt es ja auch die Feuergaleeren. Und die sind zumindest in kleinerer Zahl die deutlich stärkere Einheit, die bessere Option. Aber es gibt auch noch die normalen Galeeren. Und sobald die eine Masse haben, ist das die bessere Einheit. Es gibt ein Volk, das hat gar keine Feuerschiffe oder Feuergaleeren. Beides. Das sind die Wikinger. Die können ausschließlich die Galeeren machen. Das heißt, in dem Fall geht man auf jeden Fall auf Galeeren. Aber es gibt immer verschiedene Entscheidungen. Ich würde sagen, als Anfänger, da die Galeeren ein bisschen mehr Babysitting brauchen und ja erst effizient werden, wenn man sie richtig kontrollieren kann, fokussiert euch erstmal auf die Feuerschiffe, auf die Feuergaleeren. Das ist eher die ja, etwas einfachere oder konservativere Option. Und die kosten mehr Gold, dafür weniger Holz. Die normalen Galeeren kosten dafür mehr Holz, weniger Gold. Das heißt, wenn ihr auf Feuergaleeren geht, nehmt ihr 5 auf Gold und nehmt dann nur jeweils, habt dann nur 8 zusätzliche auf Holz, also einen zusätzlichen hierhin und 7 auf ein anderes, also jeweils 7 auf einem Holzverlager haben wir dann. Und wenn ihr auf normale Galeeren geht, dann schickt ihr nur 3 hier auf Gold. Und da kommen jeweils so die Dorfwohner auf die Holzverlager, dass wir auf beiden eben 8 haben und nicht 7. Also das ist eine relativ einfache Rechnung. Was wir jetzt hier vormachen werden, was ich jetzt hier spiele, sind die Feuergaleeren, ist ja wie gesagt die konservativere Entscheidung. Und die Reihenfolge, in der wir jetzt die nächsten Schritte machen, ist auch so in der Bildorder angegeben. Wir schicken erstmal einen Dorfwohner hier rüber. Jetzt gucken wir, hier sind 8. Mache ich einen weg, der kommt hier, kommt hier rüber. Und wir gehen noch nicht auf das Gold, denn das Wichtigste, was wir als nächstes eigentlich machen wollen, ist den zweiten Hafen zu bauen. Wir brauchen auf jeden Fall mit einen zweiten Hafen. Den müssen wir schnell in Auftrag geben, weil der eine Weile braucht, bis er fertig wird. Deshalb lassen wir die anderen Dorfwohner hier noch bauen, so. Das ist wunderbar. Und jetzt nehmen wir hier von 5 und schicken sie hier rüber. Und sobald es dann das Holz reicht, werden wir auch hier natürlich unser Goldarbeiterlager bauen. Und alle übrigen Dorfwohner können am Holz am Dorfzentrum bleiben erstmal. Wunderbar. Und diese Dorfwohnerin kann danach auch noch ein Haus bauen im Übrigen. Das werden wir auch noch brauchen. Ich hoffe, das ging nicht zu schnell. Ich werde nochmal, sobald das hier alles fertig ist, eine kleine Zusammenfassung machen. Also, wir haben einen zweiten Hafen. Wir haben 2 Holzverlager mit jeweils mindestens 7 Dorfwohnern, je nachdem, auf was wir gehen wollen. Und wir haben unsere restlichen Dorfwohner auf Gold geschickt. Wir haben jetzt hier 5, weil wir auf Feuerschiffe gehen wollen. Ich habe ein bisschen geschlampt, muss ich hier eingestehen. Meine Zeit ist nicht so gut geworden. Normalerweise wäre hier die rechnerische Bestzeit wieder 10,5 gewesen. Ich glaube, wir werden sowas wie 10,20 haben. Ist aber nicht so schlimm. Alles, was unter 11 Minuten ist, wie auch bei der Standard-Build-Order, ist im Rahmen für einen Anfänger, würde ich behaupten. Jetzt kopiere ich euch mal kurz hier den nächsten Schritt rein. Das alles natürlich wieder in der Beschreibung des Videos auch zu finden. Das heißt, ihr müsst es nicht mitschreiben. Da haben wir es. Es gibt wieder einige wichtige Schritte, die wir jetzt erstmal befolgen wollen. Wir werden doppelschneidige Axt entwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben sehr, sehr viel auf Holz, aber wir möchten natürlich, dass sie so effizient wie möglich sind. Und dafür ist die doppelschneidige Axt nochmal da. Wir fangen an, Feuergaleeren zu produzieren aus beiden Häfen. Und wir packen 2 weitere auf Gold. Und das in jedem Fall. Das heißt, wenn wir Galeeren haben, hatten wir ja 3 auf Gold. Das heißt, wir rüsten auf 5 auf. Und wenn wir Feuergaleeren machen, haben wir 5 und rüsten auf 7 auf. Ganz einfache Rechnung. Und danach geht's auf Nahrung. Und dann kommt auch irgendwann erst die Mühle ins Spiel. Außerdem möchten wir einen dritten Hafen haben. Einfach um unsere Produktion zu erhöhen. Das sind jetzt alles erstmal unsere Schritte. So. Die gruppiere ich mir auch. Und das ist jetzt aktuell unsere einzige Nahrungsquelle hier, die Bötchen. Hier muss doch irgendwo noch Tiefseefisch sein. Hier ist welcher, so wunderbar. Ups, da habe ich den Wegpunkt noch falsch gesetzt. Das soll ich hier rüber, bitte. Jetzt habe ich gerade keine Nahrung, weil die so weit fahren mussten. Bauen wir mal ein Haus auf dem Weg. Können wir auch die ersten Fischerboote des Gegners jagen. Ich werde aber auf den Gegner nicht allzu stark eingehen, tatsächlich. Unser Dorfwohner, der unseren dritten Hafen baut, der hat den zweiten Hafen und das Haus gebaut hat, kann unser Bauarbeiter werden. Der soll immer weiter Häuser jetzt bauen. Und zwar an der Küstenlinie. Das bringt nämlich Folgendes, dass unser Gegner, wenn er uns landet, den auch gesehen wird. Also, dass wir mehr Sichtweite an der Küste haben. Also, wir laufen jetzt einfach mit diesem Dorfwohner einmal komplett quer um unsere Insel und bauen in kleineren Abständen immer weiter unsere nötigen Gebäude. So, wir haben 7 auf Gold. Das heißt, ab jetzt gehen wir erstmal auf die
Schafe, die wir noch übrig haben, beziehungsweise das Schwein in diesem Fall. Wir haben noch einen Dorfwohner hier, der die ganze Zeit fleißig allein gearbeitet hat, der kann auch jetzt da drauf gehen. Wenn ihr noch keine, wenn ihr keine Tiere mehr übrig habt, das kann auch passieren, je nachdem wie die Feudalzeit lief, das ist gar kein Problem. Dann geht ihr sofort auf Bären. Wir wollen insgesamt jetzt 8 Stück auf Bären machen, aber erst brauchen wir unsere Schweine, Schafe, was auch immer wir noch haben, auf. Und dann kommen die, die halt auf dem Schwein und auf den Schafen waren, auf die Mühle. Das werdet ihr jetzt sehen, also senden hier kurz ab. So. Ich bleibe jetzt auch erstmal defensiv mit allen. Ich werde jetzt den Gegnern erstmal größtenteils ignorieren. Die KI ist auf Wasserkarten noch schlechter als auf anderen Karten. Deshalb ist es auch nicht so wichtig, dass ich mich groß irgendwie ins Zeug lege tatsächlich. Wie ihr seht, läuft die Produktion wunderbar. Da kommt noch was dazu, das habe ich zwar in die Bildorder geschrieben, aber da wir jetzt gerade auf die Feuergaleeren gehen, war es noch nicht so relevant. Ihr seht aber, wie viel Holz ich habe. Das heißt, ich könnte mir jetzt locker für 150 Holz auch noch eine Schmiede leisten. Wenn ihr auf normale Galeeren geht, dann holt euch die Schmiede so schnell es geht und auch so schnell es geht die Befiederung. Ganz, ganz wichtig. Ich schreibe es vielleicht auch nochmal etwas klarer rein. Das ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen zu vage gehalten da mit der Schmiede. Und das machen wir am besten in Klammern. So, Befiederung. Soll auch dabei bleiben. Denn alle Schützeneinheiten werden durch Befiederung deutlich stärker. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Aber da wir auf Feuergaleeren gehen, können wir es ein bisschen verzögern. Ich baue es jetzt einfach trotzdem mal. Wir müssen die Schmiede so oder so bauen. Und wir versuchen unsere Produktion, wir haben es im Makro gelernt, hier am Laufen zu halten. Unsere Dorfwohnerproduktion soll am Laufen bleiben. Das Schwein hat nicht mehr so viel. Das heißt, wir machen den nächsten einfach schon auf Bären jetzt. Die 4 kommen auch gleich auf Bären. Insgesamt sollen es 8 Stück auf Bären werden. Das ist eine Übersaturation, also es ist eigentlich mehr als effizient wäre, aber man muss Kompromisse eingehen, weil sonst man einfach zu viel Holz ausgeben würde. So, alle hier auf die Bären. Schmied ist fertig, aber da wir eben Feuergaleeren machen, brauchen wir die Federung nicht. Jetzt habe ich eine kleine Lücke reingemacht, ist aber nicht so schlimm, gerade wenn es nur zu viele eigentlich sind pro Bärenbusch ist es besser, wenn man einen kleinen Abstand hat. Es ist echt hier nicht so tragisch. Ineffizient ist es so oder so, was wir jetzt hier machen. Aber es macht das Ganze deutlich einfacher. So, 2 kommen noch drauf. Und sobald wir uns das jetzt leisten können, wollen wir auch das Brustgeschirr entwickeln. Also hier dieses Upgrade. Sind das jetzt 8? Ne, einer fehlt noch. So. Was ist mit dir? So, es waren jetzt 8, oder? Nee. Jetzt haben wir 8, so. Ab jetzt, wir haben jetzt auch das Upgrade für Felder gemacht. Ab jetzt möchten wir Felder machen. Und zwar 6 Stück. Danach kommt die Schubkarre und dann können wir in die JZ klicken. Wir brauchen dann auch noch den Marktplatz als zweites Gebäude, um überhaupt erst die nächste Zeit freizuschalten. Das ist auch noch ganz wichtig. Das wird unser Bauarbeiter natürlich dann erledigen. Wir bauen weiter unsere Kriegsgaleeren oder Feuergaleeren in diesem Fall. Guck mich hier nochmal auch guten Fisch irgendwie oben. Ja, hier, da könnt ihr danach drauf gehen. Immer darauf achten, dass eure Fischerboote auf den guten Fisch gehen. Und hier immer sofort ein Feld bauen, sobald es geht. 6 Stück wollen wir haben, wie gesagt. Den Scout können wir ab und zu auch noch ein bisschen durch die Gegend laufen lassen. Den Wegpunkt, das haben wir in anderen Bildordnern bereits gelernt, setzen wir einfach auf Holz am Dorfzentrum, was halt noch übrig ist gerade. Einfach damit die, sobald die rauskommen, erstmal was zu tun haben und wir sie dann umverteilen können quasi. Natürlich würde man normalerweise mit denen auch ein bisschen was machen, aber es geht jetzt erstmal nur um die Bildorder tatsächlich, deshalb bleibe ich zu Hause. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die KI irgendwann mal angreifen wird, dann können wir die Kollegen hier doch irgendwie noch in Action erleben auf jeden Fall. So, 2 Felder brauchen wir noch. Und noch unsere Schiffproduktion weiter. Ja, dieser eine Hafen dürfte jetzt gleich nichts zu tun haben. So, jetzt ist wieder alles voll, wunderbar. So, 1 Feld brauchen wir noch und dann haben wir sie. Der Kollege macht hier weiter Häuser, beziehungsweise aktuell brauchen wir eigentlich kein weiteres Haus. Wir geben erstmal kein weiteres Holz aus, kurz. Wir wollen hier nämlich ja natürlich auch den Dings machen. Schubkarre. Und jetzt, sobald es geht, wollen wir eben unseren Marktplatz auch haben.
Denn sobald wir den Marktplatz haben und unsere Schubkarre fertig ist, wollen wir die nächste Zeit klicken. Es fehlt mir gerade ein bisschen das Holz dafür. Komm, ein bisschen noch. 175 brauchen wir. Da. Wunderbar. Oh, unser Gegner ist viel näher dran, als ich dachte, ehrlich gesagt. Aber das ist nicht schlimm. Er hat Landeinheiten gemacht. So, und sobald die Schubkarre fertig ist, sollten wir in die nächste Zeit klicken können. Ein Bonus davon, also zumindest wenn man auf 3 Häfen bleibt. Man kann auch, wenn die Situation kritischer wird, natürlich einen neuen Hafen dazu bauen und mit 4 Häfen noch produzieren. Aber ich sag mal, Standard wäre 3. Ein Vorteil davon, dass ich hier 7 auf Gold habe, nicht 6, wie ich es zum Beispiel in der vorigen Wasserbildorder, die ich für die HD-Version gezeigt habe, gemacht habe, ist, dass man ein bisschen Überschuss generiert und jetzt gleich mit dem Markt sich zur Not noch ein bisschen Nahrung einfach kaufen kann, um schneller die nächste Zeit klicken zu können. Das ist noch ein guter Nebeneffekt. So, wir produzieren, jetzt haben wir noch nicht genug Nahrung, wir produzieren und außerdem ist unser Markt noch nicht fertig. Dann machen wir kurz noch einen weiteren Dorfbewohner, aber dann sollte es eigentlich auch passen. Kaufen kurz ein bisschen Nahrung und wir gehen hoch. Wunderbar. Es ist ein bisschen holprig geworden, ich muss nicht sagen. Es hätte schneller gehen können, aber es ist alles in Ordnung. Alles, was wir unter, sag ich mal, ja, was kann eine Anfängerzahl sein? 24 Minuten, denke ich mal, wäre relativ spät, aber wäre für einen Anfänger, denke ich mal, alles im Rahmen, wenn wir in 24 Spielminuten quasi in die nächste Zeit kommen. Was den Übergang jetzt anbelangt, gibt es natürlich auch noch ein paar Optionen, die wir jetzt ganz kurz auch noch einblenden können. Und zwar möchten wir hier erstmal die Bärensammler gleich beachten, die sind nämlich bald durch, die kommen dann einfach auf ein neues Holzverlager bauen, quasi ein drittes machen wir auf. Gehen wir einen neuen Wald für, natürlich auch. Ich werde mich gleich ein bisschen umgucken müssen. Außerdem wollen wir noch einen weiteren Hafen bauen. Machen wir einfach mal hier drüben. Wo hat der eigentlich seine Kriegsschiffe? Also die KI hat mal wieder völlig gepennt anscheinend. Währenddessen wollen wir unsere Produktion natürlich nicht vernachlässigen. Und die bauen jetzt hier oben einfach ihre Holzfäller. Jetzt habe ich irgendwas hier unter meinem Schreibtisch getreten. Ich hoffe, das war für euch nicht so allzu laut zu hören. Und wir wollen auch unser Gold-Upgrade hier uns noch holen. Das war jetzt also insgesamt die sehr, sehr konservativ gehaltene Variante für eine richtige Wassermap einfach, wo man nicht auf Land spielt, auch wenn die KI das irgendwie nicht verstanden hat. Wir werden natürlich auch gleich noch kurz auf die Schritte eingehen, die wir in der Ritterzeit dann machen. Das kommt hier in die Produktionsschleife mit rein. Wir versuchen aus all unseren Häfen zu produzieren tatsächlich. Wunderbar. Gegner ist in der Ritterzeit. Das wäre mittlerweile auch eine relativ gute Zeit dafür, wenn er auch um Wasser gekämpft hätte. Hat er aber nicht wirklich. Also eigentlich will man immer unter 22 Minuten bleiben. Das habe ich jetzt auch nicht so sauber gemacht. Aber ich sage für euch jetzt mal, sage ich, wäre alles unter 24, 25 Minuten vielleicht. Also ich versuche immer zu schätzen, was für Anfänger realistisch ist. Ich kann das nicht immer ganz so einschätzen tatsächlich. Aber ihr werdet ja sehen, was für euch da passt. So, jetzt sind wir auch gleich in der Ritterzeit. Da haben wir auch natürlich nochmal was vorbereitet. Aber nur ganz wenige Punkte. Möchte ich natürlich trotzdem anzeigen für euch, damit ihr Bescheid wisst. Und zwar möchten wir natürlich auch das zweite Holz-Upgrade machen und unsere Schiffe upgraden. Wenn wir nämlich zum Beispiel Galeeren gemacht haben, möchten wir natürlich auch den Botkin Pfeiler erforschen. Kriegsgaleere, das Upgrade, das betrifft alle Kriegsschiffe aus der Feudalzeit. Das heißt, das macht auch die Sprengflöße und eben die Feuerschiffe stärker. Und wir wollen weitere Dorfzentren bauen. Das kennen wir ja bereits aus dem Boom-Tutorial. Wo haben wir denn noch einen guten Spot? Leider gar keinen hier irgendwie. Müssen wir hier hinten hin. Ja, geht jetzt nur auf Land irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist, aber das soll uns erstmal nicht so wirklich kümmern. Von hier aus gibt es natürlich immer je nach Spielverlauf andere Sachen, aber gerade das, was wir in der Makro-Folge gelernt haben, kann man hier natürlich auch ganz einfach anwenden. Weitere Dorfzentren, mehr Felder bauen und weiter Militär pumpen die ganze Zeit, das ist ja halt quasi die Devise. Es kann natürlich sein, dass ihr das Wasser verliert und zum Beispiel auch die Fische verliert. Dann müsst ihr eventuell mehr Felder übrigens auch schon machen in der Feudalzeit, um überhaupt genug Nahrung zu haben, um in die Ritterzeit hochklicken zu können, natürlich. Aber das war jetzt erstmal die Build-Order, wie man sie spielt, wenn man komplett auf Wasser geht. Und jetzt mache ich noch kurz eine kleine Variante auf einer Hybridkarte, damit ihr seht, was man machen kann, wenn man sowohl Land als auch Wasser quasi zusammenspielen möchte. So, jetzt wären wir hier auf einer Hybridkarte. In dem Fall ist es Küste. Wasser ist außenrum, aber das Land ist eben deutlich größer und deutlich wichtiger, als es auf einer Wasserkarte wie Inseln, Teaminseln oder so weiter wäre. Ihr seht, der Übergang ist eigentlich relativ gleich. Das Einzige, was wir anders machen werden,
ist, dass wir auf jeden Fall auf 5 Gold und jeweils diesen 7-7 Holz-Split gehen und dass wir eine Kaserne statt einem zweiten Hafen bauen. Einfach weil wir jetzt sowohl Wasser als auch Land quasi bekämpfen werden. Also ich schicke hier, habe ich schon gemacht, gerade in den nächsten Dorfbewohner hin. Die können auf das zweite Lager hier. Und dann müssen wir uns davon 5 suchen, die für uns auf Gold gehen. An sich machen wir jetzt hier quasi einen Übergang auf einen Bogenschützen-Rush. Das heißt, Folge 2 vielleicht nochmal, Folge 3 war es, anschauen, wenn ihr den Bogenschützen-Rush nochmal euch ein bisschen verinnerlichen wollt. Und in diesem Fall brauchen wir natürlich auch die Kaserne hier. Und noch ein Haus, machen wir einfach beides mal hier. Und die Gegner vielleicht auch ein bisschen scouten. Und ja, man kann viel justieren jetzt, was das hier angeht. Wir wollen wieder auf ungefähr, wir wollen jetzt 7 wieder auf Gold haben, damit wir gleich 2 Schießanlagen nutzen, um Bogenschützen zu produzieren. Können aber trotzdem Kriegsschiffe machen. Wir fangen auch an, Feuergaleeren zu machen. Und dann müssen wir aber auch flugs versuchen, auf Nahrung zu kommen, dass wir da quasi einen sauberen Übergang haben und erst ganz schnell auch die Befiederung leisten können. Ich blende jetzt schon mal die nächsten Schritte einfach ein, damit ich es gleich nicht vergesse. So. Wo haben wir sie? Da, wunderbar. Und da sehe ich gerade, dass ich noch ein bisschen was hinzufügen möchte eigentlich. Holz abziehen. So. Das wird natürlich noch relevant, wenn ich es dann anspreche. So, ich habe, was jetzt gerade gemacht habe, ist einfach, dass ich die zwei Dorfwohner, die hier am Dorfzentrum waren, dass ich die zu dem Holz geschickt habe, um dann stattdessen die anderen beiden, die schon am Holz waren, die Gebäude bauen zu lassen, einfach damit die Laufwege ein bisschen kürzer sind. Ich hoffe, das macht einigermaßen Sinn für euch. Wir bauen 2 Schießanlagen, sobald es hier geht. Wunderbar. So, jetzt haben wir 6 auf Gold, ein 7. kommt dazu. Wie ihr seht, habe ich auch einen Feuergaleeren Auftrag gegeben, schicke ich mal in Richtung Gegner. Mach direkt noch eine hinterher. Und danach geht es direkt wieder auf Nahrung. Die Befiederung werden wir jetzt erstmal nicht leisten können, einfach aus Nahrungsmangel. Deshalb baue ich dann die Schmiede gleich erst. Oh, der ist jetzt hier gerade so ein bisschen reingelaufen. Ich produziere auch nebenbei weiterhin meine Feuergaleeren, wie ihr seht. So, hier habe ich den Wegpunkt verkackt. Das sind 7, ja, wunderbar. Und wir produzieren jetzt einfach aus 2 Schießanlagen unsere Bogenschützen und machen hier Feuergaleeren. Man kann dann anpassen, worauf man den Fokus legen möchte. Man kann auch zum Beispiel eine Schießanlage und dann 2 Häfen machen, je nachdem wie das Spiel eben läuft und worauf man den Fokus legen möchte. Jetzt haben wir leider hier keinen Tiefseefisch in der Nähe, deshalb gehe ich mal erstmal auf den hier. Jetzt muss ich hier gleich einen zweiten Hafen vielleicht bauen oder die sehr weit fahren lassen zumindest. Auch hier haben wir ja bereits gelernt, die Gebäude ein bisschen so bauen, dass man sich ein bisschen einmauert damit quasi. Schauen wir gleich mal, wie sehr der Gegner eigentlich aufs Wasser gegangen ist. Und wie ihr in der Bildorder seht und auch jetzt auf dem Bildschirm eigentlich schon erahnen könnt, wir haben sehr, sehr viel Holz. Wir geben insgesamt weniger Holz aus, weil wir eben nicht so viele Boote machen. Da können wir dann auch schon mal ein paar von... Oh, das war jetzt gerade mein Handy, das hätte ich vielleicht mal ausmachen sollen, sehr professionell. Hätte ich mal früher machen können, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, hoffe ich. Und zwar, dass wir ein paar von Holz abziehen und quasi schon auf Nahrung schicken, einfach weil wir jetzt so viel haben. So, wir brauchen die Befiederung, so schnell es geht. Und jetzt sehen wir hier auch, was es mit Booten auf sich hat. Er hat 2, 3 Häfen gebaut, also er geht stark aufs Wasser auf jeden Fall. Dann werde ich einfach versuchen, seinen Fisch zu töten und mich nicht so sehr auf seine Kriegsboote konzentrieren. So, in dem Fall können wir jetzt auch leider das Feld-Upgrade gar nicht leisten. Weil wir eben nicht so viel Nahrung haben und wir mussten das, was wir Nahrung hatten, bereits ausgeben. Aber wir können jetzt auch hier eben auf dem Land unter Druck setzen. Wo sind seine Kriegsschiffe denn eigentlich? Ich mache mal weiter meine eigenen, einfach um seinen Fisch hier zu töten. Er hat hier einquartiert immer noch. So. Hier hat er sein Holz.
Und jetzt hat er hier sein gesamtes Holz verloren, weil er alles an einer Stelle hat und sein Gold auch. Also das ist eigentlich jetzt, das Spiel ist ja schon vorbei an der Stelle, würde ich sagen. Hier habe ich vergessen, meine Produktion weiter auf euch zu halten. Das ist natürlich nicht so gut. Ups, nein, das sollte hier so sein. Wir können jetzt auch drüber nachdenken, wollen wir uns vielleicht noch einen zweiten Hafen leisten, also hier zum Beispiel, einfach um auch besseren Fisch noch zu bekommen und vielleicht auf Wasser weiter zu bekämpfen. Wie ihr seht, er geht sehr, sehr stark auf Wasser. Aber er verliert halt hier auf dem Land extrem viel. Man muss eben für den Spielverlauf dann abschätzen, was ist wichtiger gerade. Wo kann ich, wo sind meine Chancen größer? Was ist gerade der umkämpfte Part der Karte quasi? Ich kann euch wirklich nur diese groben Richtlinien hier quasi geben. Die Unterschiede zwischen dieser Build-Order und der puren Wasser-Build-Order sind nicht so krass, wenn man vor allem eben die Bogenschützen-Build-Order bereits kennt. Ich denke, das dürfte relativ einfach zu verstehen sein hier. Das letzte ja Wasserthema, was ich in dieser Folge ansprechen möchte, ist eine besondere Karte, Nomade. Einige Leute kennen sie vielleicht schon. Auf Nomade startet man ohne Dorfzentrum. Man hat drei oder je nach Volk auch mal mehr sehr auf der Karte verstreute Dorfbewohner und muss sich dann erstmal einen Punkt suchen, an dem man sein Dorfzentrum baut. Der Fehler, den die meisten Leute auf dieser Karte begehen, ist sehr, sehr lange durch die Gegend zu wandern, um den perfekten Punkt eben zu finden, um das Dorfzentrum zu bauen. Eigentlich sollte man spätestens nach einer Minute das Dorfzentrum angefangen haben zu bauen. Man sollte im Zweifel jetzt einfach den nächstbesten Wald dran bauen. Das ist alles. Und währenddessen sollte man auch sofort an Kartenrand einen Hafen bauen, um Fische zu produzieren. Denn selbst wenn man keine guten Tiere in der Nähe hat oder vielleicht nur ein, zwei Schafe findet auf dem Weg, während man das Dorfzentrum baut, kann man immer noch sein Dorfzentrum aktiv halten, Dorfbewohner produzieren, wenn man eben das Wasser nutzt, eben die Fische nutzt. Und das zeige ich jetzt einmal ganz kurz. Ich habe natürlich auch ein Video zum Thema Nomade und ähnlichen Karten bereits gemacht. Es ist damals noch bei der HD-Version natürlich erschienen. Ich werde das nochmal verlinken für euch. Alles, was ich in diesem Video bespreche, gilt auch in der Definitive Edition. Also schaut es euch auf jeden Fall nochmal an, wenn euch die Karte Nomade interessiert. Und ein paar Tipps werdet ihr da sicher auch nochmal mitbekommen. Wir starten einfach mal ein Spiel hier. Und wir haben hier einen Dorfwohner, der eher am Rand ist. Und die beiden hier sind näher aneinander. Deshalb lassen wir die aufeinander zulaufen. Und am Kartenrand ist immer die Chance am höchsten, dass man guten Fisch kriegt. Deshalb machen wir das mit dem Kartenrand. So, hier ist gut. Und wir suchen hier einfach. Hier kann man leider kein Dorfzentrum bauen, weil nichts irgendwie. Das alles so hügelig ist hier. Ah, hier auch nicht. Das gibt's auch nicht. Wir müssen ja einmal komplett hier rumlaufen, leider. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Aber ihr seht, ich habe das Dorfzentrum zumindest ungefähr bei einer Minute angefangen zu bauen. Ah, jetzt klaut ihm auch noch meine Schafe. Frechheit. So, und der baut auch noch ein Haus und geht dann hier zurück. Die Idee dabei ist, dass wir eben, sobald es geht, anfangen können, auch Fische zu produzieren, die dann unsere Nahrungsproduktion auch noch mit retten können quasi. Falls, wir haben jetzt hier nur ein Schaf zum Beispiel. Auch noch ein Wildschwein in der Nähe, das wir uns theoretisch auch gönnen könnten. Hier haben wir ein paar Straußen, ein bisschen Beeren. Aber selbst wenn wir nur dieses eine Schaf hätten, würden wir klarkommen, indem wir eben gleich noch Fischerboote produzieren. Es ist wirklich extrem wichtig, immer das Gebäude sofort zu bauen. Die Hunden sind tatsächlich vielleicht das schlechteste Volk auf solchen Karten. Aber ich möchte das Spiel jetzt ja auch nicht weiterspielen und die KI ist auf solchen Karten so oder so nicht besonders gut. Die Hunden starten nicht mit weniger Holz. Sehr, sehr gute Völker auf dieser Karte sind zum Beispiel die Maya oder Chinesen, weil die mit mehr Dorfbewohnern starten, können dadurch natürlich schneller ihr Dorfzentrum bauen. Und dann gibt es auch noch die Perser, die mit mehr Ressourcen starten und schneller aus dem Dorfzentrum und aus dem Hafen produzieren. Und die können tatsächlich durch die zusätzlichen Ressourcen, mit denen sie starten, auch bereits am Anfang direkt ein Fischerboot machen. Also gibt da einige Völker, die gute Boni haben. Die Vietnamesen können sehen, wo der Gegner sein Dorfzentrum baut. Haben wir immer noch hier. Und wir fangen die Produktion an hier. Auch hier möchte man natürlich so schnell es geht die Nahrungsproduktion sichern, aber man muss auch ein paar auf Holz bauen, schicken, um Häuser bauen zu können und ebenso schnell es geht dann die Fischerboote auch. Wir haben aber leider auch eh nur dieses eine Schaf hier, weil uns das andere geklaut wurde. Deshalb gehen wir erstmal hier weiter auf Holz und versuchen quasi auf unsere Fischerproduktion zu setzen. Sobald die Anfangsnahrung quasi aufgebraucht ist und wir erstmal nicht weiter produzieren können, kann man sich auch schon den Diebstuhl eigentlich holen. Das ist auf normal, ganz normal, dass man das ein bisschen früher macht. Ich ignoriere jetzt mal das Wildschwein quasi für einen Moment. Einfach, damit wir mehr Holz reinbekommen. Und einen Dorfwohner können wir uns auch noch leisten, tatsächlich.
Na komm. Wunderbar, jetzt kann ich mir das leisten. Und ich hole mir das Wildschwein hier. Hallo? Muss auch ein bisschen kreativ sein. Jetzt kann ich mir leider keinen weiteren Dorfwohner leisten. Aber vielleicht hilft uns das Boot gleich ein bisschen aus. Ah, das reicht immer noch nicht. Ja, Nomade kann ein bisschen tricky sein. Aber die Schiffe helfen enorm. Und wie gesagt, ich empfehle euch sehr, sehr stark, das andere Video anzugucken, was ich jetzt auch natürlich auch noch verlinken werde. Das war also ein kurzer Überblick über Optionen auf Wasser. Wir haben uns einmal die reinen Wasserkarten angeguckt. Dazu zählen in der Regel auch so Sachen wie Ostsee oder auch Mittelmeer. Da kann man zwar vom Land her schon zum Gegnern gehen, aber man kann es sehr, sehr leicht abmauern. Von daher kann man die in der Regel auch wie pure Wasserkarten spielen. Sowas wie Kratersee zählt auch zu den puren Wasserkarten. Dann natürlich die ganzen Inselkarten. Zu den Hybridkarten gehört dann, wie wir bereits gesehen haben, natürlich die Küste, dann Kontinental, Hochland, Flüsse, solche Sachen eben. Und da ist es in der Regel ein bisschen praktischer, wenn man sowohl Land als auch Wasser ein bisschen spielen kann. Man kann natürlich diese Hybrid-Build-Order auch sehr, sehr anpassen. Das heißt, ihr könnt eben sagen, möchte ich vielleicht nur eine Schießanlage machen, mache zwei Häfen und dann sehe ich vielleicht, auf dem Land läuft es nicht so gut, ich mauere mich ab, baue stattdessen noch den dritten Hafen dazu und gehe dann komplett auf Wasser. Also man kann das halt sehr, sehr, sehr spezifisch an die Situation anpassen, aber ich kann euch da natürlich mit Erfahrung nicht dienen, ihr müsst das, diese Erfahrungen selber machen. Ich hoffe, dass die beiden Build-Order-Varianten und natürlich auch der kurze Einblick in Nomade euch mit Wasserkarten hilft. Am besten funktionieren danach halt immer diese Bogenschützen-Varianten. Man kann aber auch natürlich sich auf Scouts konzentrieren oder Ritter machen, aber ich halte das für einen Anfänger, für Anfänger denke ich, das ist ein bisschen schwieriger, als das mit den Bogenschützen zu machen, weil man dann die Wirtschaft halt noch stärker justieren muss quasi. Und so wie wir das jetzt gerade gemacht haben, ist es relativ einfach, weil du kannst halt alles auf Holz lassen, du kannst alles auf Gold lassen und musst einfach nur andere Gebäude bauen. Das macht es halt relativ simpel. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat geholfen. Nächste Woche sind wir dann aber schon, oder nächste Woche, was heißt nächste Folge? Ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche ist. Schauen wir uns dann in Folge 7 bereits mal die Teamspiele an. Und ja, dann sind wir auch schon bald am Ende der Reihe. Natürlich würde ich gerne auch Vorschläge sehen, was ihr über diese 8 geplanten Folgen hinaus noch sehen wollt. Was halt noch dran kommt, sind jetzt Teamspiele und alternative Spielmodi. Ich habe schon eine Idee, dass ich vielleicht noch Folge 9 und 10 machen werde. Für Folge 9 habe ich bisher jetzt so eine Art Sammelsurium an Ideen, die so ein bisschen rausgefallen sind und die woanders nicht reinpassten. Falls ihr noch irgendwelche Sachen habt, die ihr lernen möchtet, sagt es gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass das Ganze euch geholfen hat und wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Erfolg dabei. Ciao.